fing im Prinzip an, klassisch hier in Hessen auf einer Winzerparty. Da kam so der erste Kontakt und da haben wir uns das erste Mal getroffen. Mhm. Und das zweite Mal hier auf dem Petersberg. Hatten Sie da jetzt eigentlich dann schon den Hof übernommen, das Gut? 2002 habe ich den Hof übernommen und das war 2004. Und Sie sind ja jetzt nun auch aus einem Weingut weg dann. Ja, 15 Kilometer entfernt, Saulheim, habe ich das Ellerliche Weingut mit meinem Bruder zusammen und den Eltern gemacht. Und wir hatten uns schon unser Plänchen, wie wir das gemeinsam machen, mein Bruder und ich. Und keiner konnte wissen, dass ich eine Frau heirate, die ein Weingut hat. Bei Ihnen ist die Situation, Sie haben vom Großvater übernommen. Mhm. Mein Großvater hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg so einen großen Gemischtbetrieb aufgebaut mit Schwerpunkt Weinbau. Mein Vater hat damals Verfahrenstechnik studiert und das war eigentlich mehr so sein Steckenpferd. Jetzt war er aber der einzige Sohn und ist dann mit in den landwirtschaftlichen Betrieb rein und hat dann angefangen, selbst Edelstahltanks zu bauen. Und das haben sehr viele bekannte Winzer auch gesehen. Und so nach und nach ist halt ein großer Betrieb entstanden. Was natürlich von Nachteil war erstmal für diesen Weinbaubetrieb, da mein Vater ja eigentlich sehr wenig Zeit für hatte. Wir hatten jetzt das Glück, dadurch, wir können den Betrieb so für uns aufbauen, wie wir es wollen. Für mich ist eigentlich ein Wunsch oder ein Traum in Erfüllung gegangen, weil ich mir schon früh zu beruflichen Anfängen gesagt habe, ich hätte gern ein kleines Weingut mit einer Frau, die dieselbe Leidenschaft im Herzen trägt für Wein wie ich. Wir haben uns 2004 kennengelernt und dann haben wir 2005 den ersten Jahrgang gemacht. Und da haben wir uns schon so überlegt, wo ist unsere Ausrichtung? Also unsere Leidenschaft ist, wir wollen nicht irgendwas machen, wir wollen hervorragende Weine machen und wollen die Lagencharakteristik einfach vom Petersberg raus modellieren. Mhm. In die Flasche transportieren. Da kam halt früh der Entschluss, wie wollen wir uns vermarkten. Und dann gingen wir erstmal auf die Messe nach Düsseldorf auf die Prowein. Und dann lag der Stoff da auf der Flasche. Präsentiert, hat geschmeckt und keiner hat es gekauft. Im Mai lag es noch im Keller, im Juni lag es noch im Keller, im Juli lag es noch im Keller. Dann hat irgendjemand einen Hebel umgelegt. Dann die 2006er Jahrgang war ein sehr schwieriger Jahrgang. Vom Wetter her, von den Trauben. Und über diesen 2006er Jahrgang im Jahr 2007 hatten wir unheimlich gute Presse. Und dann lief es auf einmal. Es kam über Nacht. Und ich denke, wir haben zwei Faktoren, die auch ein bisschen eine Rolle mitgespielt haben. Der Deutschwein hat ein sehr gutes Ansehen wieder bekommen. Die Leute haben gemerkt, da passiert richtig viel mit der jungen Generation. Ja. Die machen richtig gute Sachen. Dann haben wir eine Jungwinzervereinigung gegründet, diese Message, eine Bottle-Vereinigung. Das war natürlich, ist eine ideale Plattform für uns gewesen. Und wir beide genießen halt einfach diese Freiheit, die wir haben. Ja, das trägt uns auch. Wenn wir Wein machen, dann wollen wir natürlich auch so naturbewusst Wein machen, wie nur möglich. Wir setzen keine Herbizide ein im Unterstockbereich, sehen Unkraut nicht als Gegner im Weinberg an, sondern eher als Beikräuter. Wir machen unser eigenes Kleegemisch, das wurzelt tiefer, das lockert den Boden, das bringt Luft nach unten und zieht nicht ganz so viel Wasser weg wie die normale Dauerbegrünung. Normalerweise, wenn wir jetzt ein normales Jahr hätten mit einem sehr trockenen August, wäre die Begrünung jetzt komplett abgemulcht, weil die Begrünung steht in gewisser Konkurrenz zu der Rebe. Jetzt haben wir aber ein extrem nasses Jahr gehabt, sodass die Pflanzen jetzt das Wasser aus dem Boden aufnehmen, das nicht in die Trauben schießen kann und das Wachstum eigentlich von den Reben ein bisschen gebremst wird. Wir verwenden keine Mineraldünger. Wir haben bewusst so eine auch Begrünung gewählt, um auch eine gewisse Konkurrenz zum Rebstock zu bringen, damit der tiefer wurzelt. Ja? Unsere Reben sollen wirklich in die Tiefe gehen, weil dort finden sie genug Nährstoffe, finden sie genug Wasser. Sie sollen sich nicht in den ersten 30 cm aufhalten. Früher wurde alles über einen Kamm geschert. So, wie sage ich jetzt mal, wie in der Industrie, im Qualitätsmanagementsystem, da, das wird dann auf jeden Betrieb angewendet. So ist es halt nicht. Jeder Boden ist anders, jedes Klima ist anders, jedes Jahr ist anders. Also dieses Jahr ist auch wieder komplett anders. Arbeiten wir ganz anders als die letzten Jahre. Wir lernen auch jedes Jahr zu und das ist das Schöne an unserem Beruf. Das wird nie langweilig. Wir müssen jedes Jahr neu reagieren, anders reagieren. Wir müssen mit anderen Voraussetzungen und lernen, umzugehen und weiterbilden. Und Sie müssen vor allen Dingen ja permanent auch beobachten. Ja klar, man muss lernen, seinen Rebstock zu sehen als Spiegelbild. Was sagt mir das Blatt als Auge vom Rebstock? Man soll nicht einfach nur sein Weinberg vom Schlepper bei der Durchfahrt aus betrachten. Man muss reingehen und muss sich da schon bewusst mit auseinandersetzen. Bereit sein, jetzt mal Kollegen oder irgendjemand auch mal zu fragen, herzubestellen. Wir haben das Problem. Gucken, was macht ihr? Und neu auszuprobieren. Auch wieder ein Punkt des Austauschs miteinander. Früher, wenn man da irgendein Problem hat, da durfte der Nachbar das nicht wissen. Heute geht man einfach hin,
gerade so über Message in the Bottle, da treffen wir uns mal mit den Kollegen und kommt mal, guckt mal, was macht ihr da? Und der sagt, ach, jetzt haben wir so gemacht und so kommt man nur weiter. Das ist ja auch das Schöne an unserem Beruf, dass wir hier auch eine Kreativität ausleben. Mhm. Jeder probiert ein Glas Wein und beurteilt den Wein, hat aber gar nicht das Gefühl, okay, wo wächst der, was hat der Winzer gemacht, wie viel Arbeit steckt drin. Bei vielen würde ich mir mal wünschen, kommt doch mal, guckt es euch an, ja, guckt euch an, was das wirklich für eine Arbeit ist und dann beurteilt den Wein neu. Machen wir doch mal einen kleinen Exkurs. Die sind von 15 Kilometer entfernt hierher und trotzdem sind die Böden schon ganz anders. Das wollte ich damals nie so glauben und dann wurde ich wirklich eines Besseren belehrt. Dann bin ich 15 Kilometer, ach, Luftlinie sind es noch gar 15 Kilometer. 10 vielleicht. 10 Kilometer bin ich in die Region hier reingekommen und es ist komplett anders. Anderes Klima, es ist wärmer, es sind andere Bodenvoraussetzungen, es ist komplett anderer Wein. Der Petersberg ist im Prinzip ein uraltes Wassergebilde, auf dem zu Zeiten des Urmeers eine Kalkplatte oben drauf lag. Nachdem das Meer weggegangen ist, ist die Kalkplatte abgebrochen und nach unten in den Boden rein gegangen. Und dadurch hat sich dieser Gipfel modelliert. Ja? Und das hat zur Ursache gehabt, dass wir hier einen sehr starken Kalkmergelboden haben. Intensiv Muschelkalk, also wir finden sehr starke Anhäufungen von Salzwassermuscheln. Was heißt das denn jetzt für den Anbau? Also gibt es bestimmte Rebsorten, die sich besonders anbieten? Für uns ist ganz wichtig, dass wir beide gesagt haben, von Anfang an, wir haben eine Leidenschaft für die klassischen Rebsorten. Das heißt Riesling, Spätburgunder, die Weißenburgunder. Das ist ein sehr alter Riesling hier, der ist wie? 35 Jahre. Genau, ist der alt. Die alten Stücke haben ein tieferes Wurzelwerk und einen großen Holzkörper, wo sie einfach wesentlich besser irgendwelchem Stress trotzen können und sind auch ausgewogener. Junge Stöcke wollen hauptsächlich Masse produzieren und alte Stöcke sind ausbalanciert, tun meistens kleinere, weniger, aber dafür aromareichere Trauben bilden. Und man muss halt auch schon gucken in seinem ganzen Anbau, dass man überhaupt die Stöcke so alt kriegt, dass man keine großen Wunden verursacht, dass man hier versucht, denen ein tiefes Wurzelwerk zu ermöglichen, sie ihr Lebtag lang fit zu halten. Wir sehen auch richtig jedes Jahr den Fortgang. Aber das musste auch erst einmal in uns reifen. Ja? Genau. Als ich angefangen habe, Wein zu machen, da musste auch im Weinberg alles akkurat aussehen. Kein Unkraut dürfte irgendwo stehen. Aber irgendwann habe ich gemerkt, die Weine sind langweilig. Das hat mir alles nicht mehr gefallen. Und dann vor 10 Jahren habe ich gesagt, nee, das ist es nicht. Man muss einfach davon ausgehen, dass um so eine Qualität zu machen, muss man einfach mehr im Einklang mit der Natur arbeiten. Kriegen unheimlich viel zurück dann auch. Jeder Weinberg, jeder Rebstock ist ein Familienmitglied. Unsere Wunschvorstellung ist, wenn wir dann mal alt sind, zusammen mit dem Traktor und hinten ein Käschelchen, dann noch mit 75 dann in den Weinberg zu fahren. Und der Riesling aus der Schnabeltaste hängen. Also. Der Ronny Hoffmann aus Köln.